Moin Leute und willkommen zurück zu einem Unboxing und zwar von einem Wii U Game, das eigentlich erst am Freitag erscheint, aber ja, ich habe es heute schon. Gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, um dieses schöne Stück da zu öffnen. Und zuerst einmal sollte ich noch irgendwie... Nee, das sollte auch ohne... Oh, Moment. Da kann ich öffnen. So, wenn das da nur reingehen würde, das Messer halte ich richtig rum. So, geht da mal auf. Hier müsste ich eigentlich eh nicht sorgfältig umgehen mit dieser Kiste. Aber, jetzt kommt's. Also zuerst einmal, what the? Was ist das? Irgendein Street Pass Day Dingens Kirchen, was auch immer. Wir wollen aber nicht das Street Pass Dings, was auch immer, sondern wir wollen das Teil da. Sieht man das Licht gut? Ja. Ja. Geht schon, irgendwie. Ja, The Legend of Zelda Wind Waker HD. Und das sieht mal richtig episch aus, mit einem geilen U. Da. Mit einem geilen Muster. Ja, das ist die Special Edition. Mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Und zwar ist hier noch die Ganondorf-Figur enthalten. Ja. Und das schöne Teil packen wir jetzt einmal aus. So, Klebstreifen da weg. Wo wär's, glaube ich. Ah, ich sehe da gerade etwas. Moment. Ah, ein Manga. Ich habe schon alle Legend of Zelda Mangas. Ja, das ist das von Ocarina of Time, genau. Von dem gibt es zwei Parts. Sieht man das? Ja, so geht's schon besser. Ja, eben wie gesagt, kommen wir zum Eigentlichen, für was ich das Unboxing überhaupt mache. Ja, das Spiel selbst. Es sieht von der Boxart eben, sieht's ganz okay aus. Ja, nee, es sieht nicht schlecht aus, aber man hätte bestimmt irgendetwas verbessern können. Keine Ahnung was, ich bin kein Designer oder so etwas. Ja, sieht okay aus, gefällt mir, ist alles auf Englisch geschrieben, irgendwie habe ich das Gefühl, Moment, not to be sold separately, ja, was auch immer, ich bin still da, ah, okay, da oben ist noch auf Deutsch geschrieben, ich hoffe, man sieht es da irgendwie. Ich dachte zuerst, da irgendwie alles auf, also praktisch das Hauptsächliche, ist auf Englisch geschrieben da und noch eine Sprache, oder? Nee, alles Englisch. Ja, egal. Kommen wir zu der Figur. Okay, auch in einer separaten Box verpackt, also in der Box, eine Box mit Box, was auch immer. Und ja, das machen wir mal schön auf. Und ja, die Wind Waker Box da, die werde ich bestimmt behalten. Ich meine, ich behalte alles Special Edition Kacke. Es sieht einfach geil aus, oder? Und ja, so geile Polster-Dingenskirchen. Und. Moment, ich will das Ganze da rausnehmen. Komm schon. Komm schon, Alter. Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Hier der Deckel und nun das Geilste von allem, die Ganondorf-Figur. Also wenn das nicht mal geil ist. Ja, hier hinten ist noch irgendein Polster. Für was ist das denn? Komm schon weg da. So. Okay, keine Ahnung, wieso das da beim Arm war, da hinten. Ach so, Moment, vielleicht... Ja, nee, keine Ahnung, vielleicht weil der Arm an der Schachtel da angekommen ist. Qualität schmeckt gut,
Riecht gut, ist okay. den kann man nicht auseinandernehmen, so wie es aussieht. Die Schwerter sind aus Gummi. Also das Ganze ist aus Gummi. Sollte nicht zerbrechen, höchstens mit roher Gewalt. Und da hat es noch so oranges... Ja, wie sagt man das auf gut Deutsch? Schnürchen. Auf jeden Fall hat das Gendorf an seinem Schwert, ist das dran. Ja. Das wäre, denke ich mal, alles. Da hat es nichts mehr drin, oder? Moment. Nee, das ist nichts. Da hat es auch nichts. Moment, das war hier noch drin. Ach so, okay, einfach irgendwie eine Anleitung zu der Gendorf-Figur. Ja, wer auch immer. Ob ich das Let's Playen werde, weiß ich nicht. Das werden wir noch sehen. Das Problem ist einfach, ich habe eine Familie, ja, ich sag's mal so, und die Wii U ist im Wohnzimmer. Ich kann also eigentlich nicht alleine für mich spielen und es stört die anderen eben. Auf jeden Fall war es das erste Mal von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.